Da war so ein Sturmwaffelskin, ja. Und ich sag so, hey, Sturmwaffelskin, geil, der hat ja heute Geburtstag, alles Gute zum Geburtstag, Sturmwaffel an dieser Stelle, so halt, sag ich halt einfach so. Dann hat er mich mega weggehackt. Dann hat er mich einfach todes weggehackt, dieser Sturmwaffelskin. Und ich denk mir so, jo, wahrscheinlich, oder? Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Quick Survival Games auf Bayview und ja, ich habe ein Thema mitgebracht, meine lieben Rabauken. Schöne Kiste. Thema ist Varo. Nicht der erste Schultag, der war heute nämlich auch, Leute. Seid wahrscheinlich jetzt abgekämpft, von der Schule nach Hause gekommen und gönnt euch jetzt erstmal ein schönes Video. Das, ja, ist natürlich prima. Aber keine Sorge, es ist ja schon Mittwoch, habt ihr ja schon geschafft. Sprich, ihr seid so gut wie durch, ne? Morgen ist schon Donnerstag und nach Donnerstag kommt unweigerlich Freitag und dann, Leute, seid ihr durch. Aber das soll nicht das Thema sein. Thema soll vielmehr sein, Varo Finale. Aber ganz ehrlich, ich will jetzt nicht darüber reden, wer hat's verdient, wer hat's nicht verdient und der Flame, den finde ich eigentlich ganz, ganz kacki-Wurst, weil das ist ja voll doof und eine Community und wieso. Ich meine, ich kann es ehrlich, ich kann das 100% nachvollziehen, wenn man jetzt so Fan ist von Tim, also von MC Expert und der gewinnt halt nicht und dass man dann halt ein Video disliked und runterschreibt unverdient oder so. Ganz ehrlich, verstehe ich voll. Ist ja nichts Schlimmes. Ich meine, es gibt auch Leute, die rasten dann komplett aus und schreiben sowas wie, ja, Spark of Phoenix, bitte stirb an Krebs und so. Wo ich mir so denke, seid ihr völlig behindert? Das ist ein Videospiel, Alter. Aber das sind ja echt nur so ganz, ganz vereinzelte Behinderte. Der größte Teil ist halt echt einfach ganz normal, ein bisschen mad. Und das ist auch vollkommen okay, da will ich auch gar nichts zu sagen. Ist jetzt auch echt nicht das Videothema. Ich will so ein bisschen über den Kampf insgesamt reden. Also erstmal war ich echt enttäuscht von den Videos. Ich meine, nehmen wir mal Stegi, ja. Stegis Video, in dem er gestorben ist. Alter Schwede, das war eins der besten Videos, die ich je auf YouTube gesehen habe. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie bei Stegi rumschleimen will oder so. Der sieht das Video eh nicht. Das war einfach so. Das Video war einfach überkrass, Alter. Ich habe mir das sogar mehrmals angezogen. Mehrmals angezogen, Ben. Wahrscheinlich hast du dir ein Video angezogen, ne? Mehrmals reingezogen, natürlich. Was ich niemals mache. Also ganz, ganz selten. Höchstens bei meinen eigenen Videos, weil die so geil sind. Nein, okay, aber ja, aber die Videos von den Finalisten GLP, MC Expert, Spark und Pat, also ich weiß nicht. Also die waren, ich meine, MC Expert hatte nicht mal Hintergrundmusik. Also what the fuck, Alter. Spark hat auch kaum editiert. Pat eigentlich noch am meisten. Weiß ich nicht. War echt. Klar, die Leute hatten jetzt auch. Oh, der hat aber eine ganz gute Range, der kleine Kerl hier. Oh, das war okay. So, das esse ich erstmal. Klar, die hatten wenig Zeit und so, aber da habe ich echt mehr erhofft. Also da war ich echt ein bisschen enttäuscht so. Hab mir auch kein Video komplett angeschaut, muss ich auch offen und ehrlich sagen. Ich habe halt immer bis zum Kampf geskippt. LOL, geiler Schuss, Alter, JJ Luzi. Aber ich war groß und ganz enttäuscht. Aber es gibt noch viel zu reden, Leute. Das war eine voll kurze Runde. Ich würde sagen, wir hängen da hier noch eine kleine Runde dran und quatschen weiter über Varo. Bis bald. Ho, 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 bei der Weihnachtsverborgen. Da sind wir auf der zweiten Map. Ganz kurze Geschichte, Leute. Ich habe gerade die zwei, also ich, das sind halt mehrere Versuche und ich habe davor jetzt gerade schon einen Versuch gehabt. Und da war so ein Sturmwaffelskin, ja. Und ich sag so, hey, ein Sturmwaffelskin, geil, der hat ja heute Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, Sturmwaffel an dieser Stelle. So, halt, sage ich halt einfach so. So, dann hat er mich mega weggehackt. Dann hat er mich einfach todes weggehackt, dieser Sturmwaffelskin. Und ich denke mir so, jo, wahrscheinlich, oder? Okay, du Schwein. Und das ist keine Beleidigung, denn er ist wirklich ein Schwein. Bist hoffentlich jetzt tot. Oh, okay, das war schon wieder ganz gut knapp hier. Also fand ich irgendwie gerade so lustig. Ich gratuliere so Sturmwaffe zum Geburtstag und dann hackt so einer mit seinem Skin. Jo, geil, Alter. Aber trotzdem alles Gute an dieser Stelle. Und wir widmen uns jetzt wieder. Oh, Eisenschwert. Varo. Varo, Leute. Varo, 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 Varo. Der Kampf. Der Kampf war, muss ich sagen, der Kampf war schon geil. An die Falle, Leute. Überlegt mal, wenn diese Falle geklappt hätte, ja, und er hätte vielleicht sogar beide gekillt. Also ich meine, ganz ehrlich, Spark war eigentlich tot. Ich meine, der hatte so viel Glück, dass er da echt überlebt hat. Ah, der killt sich noch fast selbst. Dich hole ich mir, mein Kollege. Dich hole ich mir. Und ja, dann machen wir das einfach so hier, Leute. Und so. Zack. Zack.
Zack, jawolski. Oh, du willst auch ein bisschen Stress-Mess, ne? Yes, hehehe, das war ein Rivi-Skin. Das haben wir Sturmwaffe-Skin, Rivi-Skin, alles am Start heute, meine Damen und Herren. Hm. Wo war ich denn da stehen geblieben, Leute? Ja, der Kampf war, überlegt mal, der hätte echt beide gekillt. Ich meine, Pet war einen Schritt daneben neben der Falle und Spark ist halt, hat mega Glück gehabt. Da braucht man jetzt echt nichts sagen, das war mega Glück. Wenn er beide gekillt hätte im Finale mit so einer Falle, der wäre der King der Minecraft-Szene gewesen und zwar für immer. In 2 Jahren hätte man da immer noch drüber geredet, was das für eine King-Aktion gewesen ist, als er da beide im Finale weggeholt hat. Aber hätte, Fahrradkette ist leider nichts geworden. Muss sagen, der Kampf war ziemlich geil. Ich hätte mir mehr gewünscht, dass es mehr so FFA ist, also dass mehr so jeder gegen jeden kämpft. Aber GLP hat sich da dann ein bisschen davon gestohlen dann und war dann mehr ein One-on-One und dann ein Two-on-One und kein richtiges FFA. Okay. Oh, okay, alles klar. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Gut, wir haben Bogen. Zack, haben wir das, alles klar. Oh, ja, aber sowas an sich auch geil. Und M6World hat es auch genau richtig gemacht. Er hat genau richtig gekämpft, weil er hat halt viel mehr Tränke und viel mehr Äpfel. So. Und er hat halt versucht, nach und nach, so dass quasi das Spark of Phoenix und Pet ihre Sachen verbrauchen. Und er dann quasi, da er noch ganz viel hat, so dann quasi das Two-on-One holen kann. Hat auch super geklappt, aber an einer Stelle war er halt einfach dann zu sparsam mit seinen Sachen und wurde dann halt gekillt. Schade, aber hat richtig gut gekämpft und auch GG für ihn auf jeden Fall. Der Kampf war richtig nice und ich freue mich so mega auf Varo 3. Bin echt mal gespannt, was da abgehen wird. Und ich bin auch mal gespannt, was es für Teams so geben wird. Also ich meine, klar, von manchen Teams kann man es sich natürlich denken, aber bin ich echt mal gespannt, du. Kein Bock jetzt mehr auf dieses Bogespamme hier, du kleiner Schlinge. Und zack, und zack, und zack, und zack, und zack. Jawolski, JJ, meine lieben Leute. Das war's für heute. Schreibt mal eure Meinung zum Varo-Finale in die Kommentare. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen. Tschüssi.